Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir. Ich bin eure Tanja Hausmann von Dacrela und ich habe heute wieder eine Karte für euch. Und zwar eine Glitzerkarte, wie ihr seht. Und ich habe mir gedacht, wir haben ja bald Muttertag und eigentlich kann man aber auch so immer zwischendurch mal eine Karte vielleicht jemanden schicken, den man gern hat. Jetzt in der jetzigen Zeit freuen wir uns bestimmt auch so über Post. Und wie ich diese Karte gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Wobei das Muster werde ich jetzt so lassen und die neue Karte werde ich ein bisschen abändern. Ihr werdet es schon sehen. Viel Spaß! Für die heutige Karte brauchen wir diese Folie. Das ist so eine klassische Bastelfolie. Die hat man hier auf so einer Rolle. Die kennt ihr vielleicht vom Sternebasteln noch, vom Kindergarten, von der Schule, wie auch immer. Das ist ja so ein Basic-Bastelmaterial. Das habe ich mir zugeschnitten auf 10 x 14 cm. Dann brauche ich eine Doppelkarte in A6. Dann habe ich mir einmal das Herz vorbereitet. Weißen Fotokartonrest habe ich dazu genommen. Und ich habe einmal das vorbereitet, auch in weißem Fotokarton. Außerdem brauchen wir einen Eckenabrunder. Dann brauchen wir verschiedene Stempel, Stempelhilfe, einen Papierkleber. Dann brauchen wir natürlich Stempelfarbe und diesen Verblender. Und aus rotem Fotokartonrest habe ich mir hier zwei Streifen geschnitten auf 2 cm mal 10 cm. Und zum Kleben brauchen wir noch 1 mm Pads und dann können wir schon loslegen. Halt, stopp, bevor wir anfangen. Wir brauchen ja noch die Präge- und Stanzmaschine und diesen schönen Herzchenfolder. Und zwar, wir fangen direkt damit an. Ich nehme jetzt einfach mal meine Folie, lege die in meinen Folder ein und präge die mit leichtem Druck. Einmal reicht es. Wenn ihr das nicht ganz so dick geprägt haben wollt, könnt ihr natürlich noch ein anderes Papier dazwischen legen, zusätzlich ein Tonpapier zum Beispiel. So, jetzt nehme ich das Papier einmal raus und wie ihr seht, ich habe jetzt eine schöne Herzchenprägung. Das Alupapier hier war zweifarbig, deswegen kann ich mich jetzt natürlich entscheiden, nehme ich die rote oder die goldene Seite. Da ich ja diese Karte etwas anders machen möchte als die, die ich euch hier gezeigt habe, ist es natürlich so, dass ich dann natürlich jetzt die zweite Seite nehme. Das heißt, ich werde die rote Seite mal für die zweite Karte nehmen. Als erstes nehme ich jetzt meinen Locher und runde die Ecken einmal ab. Und jetzt runde ich natürlich noch meine Doppelkarte ab. Jetzt nehme ich ein bisschen Bastelkleber und klebe das einmal auf. So, als nächstes nehme ich jetzt meine beiden roten Streifen und klebe auch die auf. Man kann zum Beispiel jetzt auch natürlich anstelle von Rot weiß nehmen oder cremefarben. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich bleibe jetzt einfach bei Rot. Habe ich ja bei der Karte auch. So, das kann jetzt trocknen. In der Zeit kann ich mir jetzt schon mal das Herz und dieses Wölkchen vornehmen. Dann nehme ich mir schwarze Stempelfarbe und stempel mir das erste auf. Und zwar einmal diesen Rahmen. Und dann stempel ich mir danach noch den Text "Ich denke an dich" rein. Das "Ich denke an dich" stempel ich aber mit roter Farbe ein. Und jetzt stempel ich noch "Ein Glück, dass es dich gibt" auf das Herz. Jetzt braschen wir einmal die Ränder an von beiden Schildchen. Das müsst ihr natürlich nicht unbedingt machen. Das ist auch wieder Geschmackssache. Ich finde das so ein bisschen schöner, wenn die so ein bisschen ab gerundet sind, also farblich. Gib den Ganzen noch mal so einen kleinen Schliff. Und das klebe ich jetzt mit Klebepads auf.
Ich weiß nicht, wie euch das gefällt mit diesem Glitzereffekt. Ich finde das eigentlich mal ganz schön, als immer nur diesen einfachen Hintergrund. Man kann ja auch mal was anderes ausprobieren. Und oftmals hat man dieses Papier ja noch rumliegen. Ja, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bastelt euch glücklich und bleibt gesund. Eure Tanja. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du auch kein zukünftiges Video verpasst. Tschüss!